Was geht? Zu diesem Video und heute zeige ich mal, ja, ganz einfach einen Solo Money Trick oder einen, besser gesagt, Solo Money Glitch. Ja, er ist am Ende solo. Am Anfang braucht ihr einen Freund, der euch dabei hilft. Aber im Großen und Ganzen ist das mehr oder weniger halt alleine, da es um den Clucking Bell Heist geht. Ich werde euch zeigen, wie ihr den immer wieder ohne Cooldown wiederholen könnt und immer wieder die 500.000 Dollar abstauben könnt. Ja, Freunde, wenn euch das Ganze an der Stelle gefällt, dann zeigt es mir gerne mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und teilt das Video auf ihre Mitteilung, Freunde. Und aktiviert auch direkt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, Freunde, ihr braucht einen Freund, ja, der ganz einfach diesen Heist an der Stelle einmal hat. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr selber dürft ihn nicht haben. Ich werde euch das alles aber gleich noch im Laufe des Videos ganz genau erklären. Ja, ihr braucht nur anfangs einen Freund, der euch dabei kurz unterstützt. Er muss den Heist haben. Ihr dürft ihn nicht haben. Ihr habt am besten eine Vorbereitungsmission. Ja, und da ist das Ganze auch schon in, ja, einer richtigen Richtung. Wir würden jetzt einfach mit dem Video anfangen. Let's go. Ja, Freunde, ihr seid in GTA 5 Online. Dann müsst ihr euren Freund einmal nur noch bitten, ganz einfach hier in das V, also in diesen gelben Kreis bei der Polizeistation, ganz einfach nur noch reinzugehen. So wie das mein Kollege jetzt hier an der Stelle ganz einfach machen wird. Ja, hier geht er jetzt an der Stelle in den Kreis und er muss ganz einfach den Heist ganz einfach nur noch starten. Oder damit er in das Jobmenü kommt und von dort aus muss er euch dann einfach einladen. Es ist relativ simpel, ihr werdet das ja jetzt sehen. Ich werde jetzt eine Job-Einladung bekommen, diese nehmen wir jetzt an und dann sind wir auch schon drin. Ja, der eigentliche Glitch oder Trick ist jetzt an der Stelle, dass unser Freund, sobald wir selber drin sind, ja ganz einfach den Heist selber dann verlässt. Ja, wir übernehmen dann ganz einfach die Host-Rechte. Ja, wir sind dann der Host. Und ja, da wir das nicht haben, können wir das jetzt hier an der Stelle auch weitermachen. Sollten wir diesen Heist haben, wird unser dann automatisch gestartet und wir haben dann unseren eigenen nicht. Ja, ist auf jeden Fall relativ simpel. Mein Freund wird jetzt an der Stelle ganz einfach den Heist nur noch quitten mit Kreis und X und dann hat sich die Sache an der Stelle erledigt. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall richtig, richtig simpel. Ihr könnt sehen, wie geil das an der Stelle ist und dann könnt ihr, wenn ihr dann alleine und die Hostrechte habt, ganz einfach diesen Job starten. Ja, ihr werdet Host und könnt diesen Money Glitch solo machen. Er ist dann alleine, ihr seid ja alleine, ihr bekommt 500.000 GTA-Dollar. Ja, euer Freund, der kann an der Stelle den Heist ohne Probleme weitermachen, also ohne Probleme weiter fortführen. Ja, ist auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache, die es momentan noch gibt, weil alle anderen Sachen sind ja momentan, wie ihr an der Stelle wisst, gepatcht. Das ist ja leider so, jeder Money Glitch, der mit dem Clucking Bell zu tun hat, ist momentan gepatcht. Finde ich ziemlich schade, da ich ihn auch sehr, sehr oft benutzt habe, um Geld damit zu machen. Ja, aber mit dieser Methode könnt ihr es dann ganz einfach immer wieder machen und ohne einen Cooldown. Ja, euer Freund zockt das ja nicht, er hostet das für euch und ihr zockt den ja ganz einfach, ihr übernimmt das quasi und daher habt ihr keine, ja, kein Cooldown und das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Vorteil, würde ich an der Stelle ganz einfach einmal sagen. Ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Money-Glitch, sage ich mal so, wie es an der Stelle ist. Ja, wenn ihr das Finale selber habt, dann dürft ihr das Ganze nicht, das ist wichtig, nicht gehostet bekommen, weil dann startet sich automatisch euer eigener Clucking Bell Heist. Dann wird der von euch an der Stelle übernommen. Und das wollt ihr ja nicht, dass ihr dann euren eigenen ganz einfach startet und nochmal alles neu machen müsst. Ja, ich empfehle euch, habt eine Vorbereitungsmission. Ja, Freunde, wenn ihr dann den Heist an der Stelle ganz einfach durchgespielt habt, ja, könnt ihr eurem Freund gefühlt jetzt schon wieder Bescheid geben, ihr könnt die nächste Runde starten. Ihr könnt ja jetzt sehen, dass jetzt gleich bei mir auch die Cutscene ganz einfach beginnen wird, wo dann die ganz normale Übergabe bzw. Übernahme ganz einfach startet, wo wir ja den Tausch machen, wo wir das Kokain gegen das Geld, also gegen die 500.000 Dollar an der Stelle ganz einfach eintauschen. Ja, das ist auch schon alles hier an der Stelle gewesen. Ihr könnt ja jetzt sehen, dass ich ganz einfach die Meldung bekomme, Mission bestanden. Das wird jetzt hier ganz einfach passieren und dann kriegen wir jetzt auch schon die Geldmeldung, das sind 500.000 GTA-Dollar und das können wir jetzt immer wieder machen, so oft wie an der Stelle gerade
möchten. Ja, wir müssen unserem Freund an der Stelle Bescheid geben, dass er das für uns machen muss. Oder ihr macht daraus einen Solo-Money-Glitch und macht es mit einer Zweitkonsole. Dann habt ihr da keine Probleme und könnt es immer wieder für euch selber machen. Und ihr müsst gar keinen fragen. Ja, es würde ich euch an der Stelle empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine zweite Konsole. Ja, Freunde, das ist das ganze Video gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video auf eure Mitte und Freunden und aktiviert auch korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Na Freunde, wir sehen uns im nächsten Video und nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.